Willkommen zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier in dem spannenden Ewigwald zusammen mit Raisa. Sie hat nämlich ein bisschen zu viel Angst hier. Und ich habe in letzter Folge gesagt, anscheinend heilt sie einen doch nicht, weil ich es ja dachte, dass sie einen heilt. Aber doch, ohne es zu sagen, heilt sie nach jedem Kampf einen, die Pokémon. Hier seht ihr unsere Pokémon, für die, die es schon wieder vergessen haben. Gern geschehen. Und für die, die ich es vergessen haben, müssen Tails mal auch eine eigene Kapsel machen. Zumindest auf schnell halt. So ein bisschen Wasser. Ja, komm, pinkes Wasser ist doch cool. Ups, jetzt bin ich hier auf der falschen Seite. Oder ist das die richtige Seite? Ach, keine Ahnung, wir werden jetzt sehen. Ja, ist schon ganz nett. Vielleicht ein bisschen zu pink für das Bammelin, aber... Ne, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Es gibt ja nie zu viel Pink. Lol. Ja, so ein paar Herzen könnten noch... So ein Herz könnte hier noch rein. Ja, ich gebe mir das jetzt sowieso nicht so viel Mühe mit den... mit den Bällen und den Stickern. Ist ganz nett. Aber... jetzt auch nicht unbedingt... so das Wichtigste. Nein, dich. Richtig. Gut. Okay. Weiter geht's. Durch den Wald. Ich werde bestimmt ausgehen, noch ein bisschen mehr mir die ganzen Bälle und alles anschauen, aber jetzt ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ja, man kann einfach fliehen. In letzter Zeit finde ich hier irgendwie gar nichts Gutes. Eigentlich kann man hier sehr viel Gutes finden. Aber haben wir in letzter Zeit bisher noch gar nicht. Hier ist ein super Ball. Kann man schwer sehen, aber habe ich im Augenwinkel noch so betrachten können. Ja, gehen wir mal unten lang. Ha, ich habe ein seltenes Pummel aufgespürt. Achtung, Plage im Anmarsch. Genauer gesagt, Hexaplager. Hexaplager? Hexagon? Oh nein. Die Käfer sammeln mit ihren tausenden Pokémon hier. Die gehen ab. Oh nein, das Brummi, was in der Luft hängt. Es steckt fest, Leute. Das Brummi steckt in der Luft fest. Das arme Viech. Wir sollten es befreien. Deshalb kommt Shelke rein nun ins Spiel. Ja, komm, solche Stimme, falls das killt, ist ganz gut. Und das greift sogar beide an. Ah, dann hat der Chinera vielleicht ein bisschen was von mir gelernt. Indem es beide angreift. Das wäre ja ganz klug. Ah, das macht nicht so viel Damage auf eins der beiden. Ist mir egal. Damage ist Damage und... Kitzraum, das sind beide. Also von daher, nicht immer auf das hören, was da steht. Nicht effektiv heißt so, dass es nicht so viel Schaden macht, aber wie man gesehen hat, war es trotzdem die richtige Entscheidung, das einzusetzen. So, was habt ihr nächstes? Und Pudox, krass. Oh, Zerpeise ist echt ein sehr tolles Pokémon mit einem sehr tollen Schnurrbart. Also... Zerpeise ist zwar im Kampf nicht sehr vom Vorteil, aber das als Pokémon selbst respektiere ich es sehr. Es hat wirklich den besten Schrei von allen Pokémon. Es ist einfach ein Lieb. Man kann es einfach nur mögen. Wie kann man es nicht mögen? Ganz ehrlich, wie kann man es nicht mögen? Man muss mögen. Es gibt keinen nicht mögen. Geht nicht. Genauso übrigens auch mit Bisasam, ne? Windstoß, oh oh. Na, okay, nicht so viel zum Glück. So, das Ding ist jetzt verwirrt. Das ist eine Zornklinge. Das ist eine. Oh ja, Volltreffer. Ich wollte schon sagen, das ist eine Attacke, die bei Volltreffern sehr böse ist. Geht okay, schon mal down. Pudox hält ein bisschen mehr aus. Schade, dass es sich den ganzen Zaun macht, wenn es besiegt wird. Level up! Sehr, sehr gut. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Wald ist gleich mal so groß. Wir werden bestimmt auch heute rauskommen. Nicht nur bestimmt, wir werden hundertprozentig den Ausgang finden zum Wald. Ja, so viel kann ich sagen. Und dieser Typ hat nach dem Pudox noch ein Pokémon. Jetzt verpiesel dich mal. Selbst das ganz normale Tackle macht sogar mehr Damage, weil es normal effektiv ist. So, was hast du da noch?
Mein Panikon. Also Schaloko und Panikon. Haha. Ist doch sowieso das gleiche. Wie oft habe ich das eigentlich jetzt schon letztes insgesamt gesagt? Schon dreimal, oder? Wir haben es alle verstanden, Mike. Oh, die Spitzen. Ich kenne das Viech nur mit den Spitzen, deshalb ist das immer komisch in den 3D-Spielen, das Ding ohne Spitzen zu sehen. Bei den Sprites hat das immer Spitzen. Du bist down und du gehst down. Weg mit dir. Weg. Ich geh voran. Aua, 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 aua. Wow. Ja, das waren sehr tolle Texte. Dankeschön. Ach Männer, was sich für ein seltenes Pokémon hielt, war in Wirklichkeit nur ein Trainer. Wusstest du, dass Hexaplager der Name einer Pokémon-Fähigkeit ist? Oh, nee, wusste ich nicht, aber sehr interessant. Sehr interesting. Ja, hier kann man Knospi fangen, aber das konnte man auch schon in der Route oben von Jubelstadt, meine ich. Da konnte man das, glaube ich, auch schon fangen, also nichts Neues. Aber ja, Knospi ist ein sehr schönes Pokémon. Ist ein bisschen nervig zu entwickeln. Aber wenn man dann am Ende das Viech hat, dann ist es schon schön. Tipps für Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Nehmt dir also Zeit, gründlich zu suchen. Ja, aber man kriegt später ein Item, womit man versteckte Items, ja, ein Item, womit man versteckte Items besser finden kann. Dieser Wald ist irgendwie seltsam. Er scheint mir neue Energie zu geben. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und sie kommt von dir. What? Ist ja heftig. Dum, zwei Abras wieder. Oh nein, Anton und Mediti. Ja, ganz ehrlich, Take rein macht einfach in diesem an diesem Ort mehr Sinn zum Kämpfen. Wasser-Pokémon sind jetzt nicht ganz so vom Vorteil, aber glaubt mir, ein Wasser-Pokémon können wir später noch gebrauchen und deshalb ist es ganz gut, dass wir es mitnehmen. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie das krasseste Teammitglied ever sein wird. Lass ich es trotzdem mal drin, um es halt zu haben. Falls ich mal Probleme habe mit dem Feuer-Pokémon. Vor allem später wird das wichtig. Mit Feuer-Pokémon. Haben wir zumindest schon mal was dagegen. Bam! Und ihr beide habt nichts gegen mich! Ha! Sogar ein Volltreffer! Bis dann und... Ja. Das wird langweilig, wenn du es immer wieder machst. Level up für Tails. Lernst du was Neues? Nein, schade. Dein Sieg ist irgendwie alles andere als seltsam. Ah, Mediti. Tja, das passiert halt, wenn man nicht gut genug ist. Wälder sind wirklich außerordentlich rätselhaft. Sie verströmen diese unerklärbare Energie. Die alte Villa. Ich spüre dort eine starke Präsenz. Aha, welche alte Villa? Wovon reden die denn bloß? Dem sollten wir mal auf den Grund gehen, oder? Vielleicht kommt da auf uns noch etwas zu? Vielleicht. Oh, Haspira ist auch so ein Pokémon, was man gerne ins Team tut. Problem mit Haspira ist, es entwickelt sich nur durch Freundschaft und das Ding hasst einen. Es hasst einen und du musst es halt wirklich... dazu bringen, dass es dich liebt. Du musst es immer bevorzugen bei allem, bei all deinen Entscheidungen. Immer bevorzugen. Kann nervig werden, das Ding zu entwickeln, aber könnte sich auch lohnen. Schlappau ist auch ganz cool, das Pokémon. Aber ich habe wirklich Pech, dass ich nur Wampel und die ganzen Entwicklungen davon finde hier. Eigentlich kann man hier so viel Cooleres finden. Egal. Egal. Was ist denn hier oben? Ein weiterer Weg zu irgendwo hin? Ah, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Maike. Gern geschehen doch. Ich komm mit. Ja, und wie ihr sehen würdet,
Vielleicht könnt ihr euch an diesen Ort nochmal erinnern. Aber hier kommen wir nicht durch. Wir brauchen so langsam mal wirklich eine neue Fähigkeit, diese Bäume aus dem Weg zu schaffen. Meint ihr nicht auch? Hier oben, meine ich, gibt es auch coole Pokémon. Gibt es auch ein Item? Ja, oder? Ah, ne, es ist nur eine Abkürzung. Achso, wenn man keinen Bock hat, gegen die ganzen Angler hier zu kämpfen. Ja, gut. Wir kämpfen trotzdem mal gegen die Angler, ne? Wir sind ja gerade noch voll geheilt. Deshalb lohnt es sich schon, gegen die zu kämpfen, würde ich sagen. Nö, kleines Tails. Ja, kleines Bammeli. Ganz niedlich und süß. Ganz entspannt angeln, seit was mögen Erwachsene. Da habe ich mir vor einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's. Ich weiß noch, einer von diesen Trainern hat 6 Pokémon. 6 Fische. Oh Leute, wie der einfach die Angel so nach vorne wirft und dann kommt das Pokémon raus. Das ist cool. Ja, die Angler sind natürlich Futter für meinen Schälkereien. Ist aber auch klar, ne? Tschüss. Ja, und das war der Trainer. Ein Goldini, was nichts konnte. Ein Goldini, Goldini. Ah, ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Ja. Hast du eine Angelrute? Dann fang dir ein paar große. Ne, hab ich nicht. Gar nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Könntest du das? Oh, ja, könnte er. 6 Pokémon. Und es sind alles Carpador. Oh, Mann. Die können wahrscheinlich alle nicht mal Tackle, sondern nur Platsch. Obwohl es Level 10. Es könnte Tackle einsetzen. Aber selbst dann. Carpador ist sehr, sehr schwach. Und die AI von den Trainern ist sowieso nicht gut. Also, sie können nichts. Ja, das ist doch mal ein guter Ort, um ein bisschen vorzuskippen, oder Leute? Nee, wir sind jetzt kurz vor der nächsten Stadt. Die ist nämlich direkt hier danach. Ja, ich wechsle jetzt sogar aus, weil damit es ein bisschen schneller geht. Ja, aber hier ist eigentlich eine neue Stadt. Und ich kann euch sagen, die Stadt ist wirklich sehr interessant. Wir werden da einiges entdecken. Ja, der Trainer ist eigentlich nur dazu da, um halt deine ganzen Noob-Pokémon ein bisschen auf Level 10 und da drüber zu kriegen. Weil das hast du jetzt nötig. In dieser Stadt kommt nämlich die zweite Arena. Und da bist du aufgeschmissen, wenn du unter Level 10 bist oder allgemein Level 10 bist. Du musst schon drüber sein. Mein Shaker-Rein ist Level 20, 21 gerade. Das ist schon ein gutes Level. Aber es könnte sein, dass es nicht reicht. Denn ich hatte so immer die Meinung, dass die zweite Arena in Diamant, Perl und Platin die schwierigste ist. Weil sie einfach, die ist einfach ganz am Anfang noch. Und die ist einfach so schon richtig schwierig. Also klar, wenn du einen bestimmten Starter nimmst, ist sie nicht so schwierig. Aber diesen Starter habe ich nicht genommen. Und deshalb ist es schwierig. Vor allem damals. Jetzt kann man sich ein gutes Teammitglied im Untergrund fangen. Und dann wird es einfacher. Aber mehr sage ich nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel gesagt. Ich möchte nämlich noch nicht sagen, welcher Typ der nächste Arenaleiter hat. Das werden wir nämlich bestimmt noch erfahren. In dieser Folge. Ich denke schon in dieser Folge. Biss? Ja klar, warum nicht? Biss ist ja gut. Mach Tackle weg. Tackle brauchst du nicht, wenn du Biss hast. Also Biss ist wirklich eine sehr gute Attacke. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Ja. Ja. Wenn du ein Ausrufezeichen siehst, musst du sofort die Route einziehen. Das ist auch schon der ganze Trick beim Angeln. Ja. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Letzte Trainer hier. Der Rest ist schon die Stadt. Drei Pokémon. Der Yannick hat 3 Pokémon. Es könnte... Ach, nee, okay. Ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass er das Stärkste hier von denen ist. Aber wenn er mit dem Carpador anfängt, dann befürchte ich, dass das nicht der Fall ist. Niemand ist hier anscheinend gut.
Und ich switch wieder rüber. Bei Checke rein kriegt das Ganze einfach schneller hin. Das ist halt einfach das Ding. Aber wir werden jetzt in nächster Zeit nicht mehr so oft unser Check rein benutzen, weil ich ja auch noch andere Pokémon plane, ins Team zu tun. Vor allem kann man auch viele Pokémon im Untergrund fangen, deshalb gucke ich mir da mal alles an und überlege es mir. Jetzt habe ich schon gespoilert. Egal, man kann auf jeden Fall in den Untergrund, deshalb sind ja auch diese Luftschächte. Aber wie kommt man zum Untergrund? Ja, das sehen wir noch. Das sehen wir noch. Manchmal ist es ziemlich schwierig in so Spielen, die man so oft schon gespielt hat, nicht zu spoilern. Aber trotzdem viel zu erzählen. Ist halt in diesem Spiel halt der Fall. Ja gut, Platin, aber Diamant und Perl sind jetzt nicht so unterschiedlich zu Platin. Platin ist halt besser. Aber es sind trotzdem noch ziemlich die gleichen Spiele. Durch die Niederlage hat sich mein Gesicht verkrampft. Echt? Wieso das denn? Ach, jetzt habe ich auch noch einen Krampf in den Beinen. Ah, das tut weh. Dann müsstest du eigentlich auf dem Boden liegen und so um Hilfe schreien. Ja gut, um Hilfe schreien tut ja mehr oder weniger, aber er angelt einfach weiter mit so Krämpfen mit Arm und Bein. Gesicht und Bein. Ja, wie auch immer. Hier gibt es noch ein paar Beeren. Die nehme ich mal alle mit. Weil, warum nicht? Blub. Das dauert zwar ein bisschen lange alles, weil dieser Sound, der ist zwar cool, aber der dauert ein bisschen lange. Ich finde, man sollte den Sound einfach abspielen lassen und trotzdem weiter drücken können mit den Texten. Also dauert das halt sehr, sehr lange. Und jetzt dauert das auch sehr lange, alles einzupflanzen. Ich pflanze eigentlich immer gerne so die Sachen ein, die, von denen ich halt nicht so viele habe. Hä? Hab ich aus Versehen B gedrückt? Ach so, nein, ich wollte nicht gießen. Reicht. Reicht. Hallo. Ah doch. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade wirklich sehr verwirrt. Warum gießt du so lange? Hör auf, so lange zu gießen. Brauchst nicht so lange gießen. Pack einfach schnell rein. Schnell gießen. Regießen. Oh Gott, ey. Manchmal machen die es ey wirklich zu lang. Wirklich. Das ist manchmal echt nervig. So, den dann schnell und dann ziehen wir ab. Dann ziehen wir ab in die Stadt. Let's go. Ich will die neue Musik hören. Lass mich die Musik hören. Ewig genau. Lebendige Vergangenheit. So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein. Findest du nicht auch? Aha, Fahrrad. Oh nein, hier ist so ein Rüpel. Hey du, ja du da Trainer. Du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Okay. Radl Reiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Radl Reiners Radladen. RRR. Cool. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen, aber er ist immer noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Wo ist er so weg? Kann ich mir kein Fahrrad aussuchen? Nein! Ins Gebäude von Team Galactic? Wie bitte? Es gibt ja ein Gebäude von denen? Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihm sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Aber ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galactic sehen doch so cool aus. Ich weiß ja nicht. Doch, die sind bestimmt böse. Oh! Oh? Oh? Manapfi ist aus dem Ei geschlüpft. Ein süßes kleines Manapfi. Da ich tatsächlich noch keins habe, finde ich es sehr gut, dass ich jetzt eins habe. Logik. Du kommst in die Box. Aber hey, das ging viel schneller, als ich dachte. Lanas PC. So, hier Level 1 ist es sogar. Ja, die haben ja ein bisschen Level bekommen, die beiden, ne? Aber wie komisch das einfach aussieht, so drei Mythicals einfach so nebeneinander als allererste Pokémon, die man so hat. Aber wenn wir schon mal im Pokémon Center sind, dann können wir auch direkt heilen und direkt mit den Menschen hier sprechen.
Das ist zumindest keine schlechte Idee. Eine gute Idee. Ja, die geben mir bestimmt Tipps und vielleicht sogar Items. Yeah. In letzter Zeit hat Team Galactic ganz schön viele Leuten hier ihren Pokémon geklaut. Auch, ja, auch mir. Jemand sollte der Sache mal nachgehen, aber Team Galactic ist mir einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinem armen Pokémon nichts an. Hallo, junge Trainer! Welche Pokémon hast du denn dabei? Mit dieser App für den Package kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Zutraulichkeitsstatus, danke. Mit dem Zutraulichkeitsstatus kannst du prüfen, welche Pokémon dich besonders mögen. Echt? Ups. Lass mal sehen. Das hier? Ist es das jetzt oder nicht? Ich denke mal schon, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Dann lassen wir das mal offen. Das ist auch lustig, wie die so oben so rumlaufen die ganze Zeit. Wende einen Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Ein Beleber? Kann man die jetzt schon kaufen? Haus des Untergrundmannes. Tiefgründige Abenteurer. Aha. Untergrund, sagst du? Ich bin ganz Ohr. Auf zu den Fossilen. Ich arbeite im Bergbaumuseum in Herzlingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einsteckst, bricht die Wand zusammen. Merkt ihr das? Dann kommst du mit Sammeln von Fossilien rasch voran. Ich war der Erste, der in den Untergrundhöhlen gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich, junges Fräulein. Nutze es weise. Erkundungsset erhalten. Erkundungsset. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Item-Tasche deines Beutels finden kannst, um dich in die Untergrundhöhlen zu begeben. Sehr cool. Jetzt können wir auch im Untergrund sein. So habe ich es wahrscheinlich auch vorhin schon erwähnt. Ach ja, ich kann dir beibringen, wenn du eine exzellente Höhlenforscherin wirst. Und bist du interessiert? Ich kann dir sowieso nicht nein sagen. Also komm, erklär's mir. Dann lass uns am besten gleich in die Untergrundhöhlen gehen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhlen zu betreten. Verwende einfach dein Erkundungsset. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Höhlen klappt es nicht. Und jetzt ab mit dir. Tatsächlich. Oh, der bewegt automatisch. Hä? Huh? Der erste Arena-Leiter. Weit. Hey, Maike. Bist du etwa das erste Mal hier? Willkommen im sinnlosen Untergrundhöhlen. Man muss hier übrigens sein, sonst kann man nicht das Spiel weitermachen. Das haben die hier im Remake ein bisschen geändert. Dass man hier gezwungenermaßen sein muss einmal. Diese Höhlen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie? Was ich hier mache, fragst du? Das erkläre ich dir mal am besten. Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder eine Geheimbasis errichten. Genaueres erfährst du vom unteren Band im Ewigenau. Wenn du zurück nach die Oberfläche möchtest, drück einfach Y. Ich muss jetzt los. Man sieht sich. My planet needs me. Let's go. Wieso machen das Menschen in Real Life denn nicht so einfach? Wie ich sehe, bist du in den Untergrundhöhlen gewesen. Sehr gut, dafür gibt es eine Belohnung von mir. Purpursbären. Und ja, das wären. In den Untergrundhöhlen tummeln sich Pokémon, die man hier oben nicht zu Gesicht bekommt. Begegnest du so einen seltenen Pokémon, steigt die Freude gleich ins Unermessliche. Deine tiefgründigen Abenteuer haben gerade erst begonnen. Komm jederzeit vorbei, wenn du mehr erfahren willst. Alles klar, werde ich tun. Aber rechts war noch so ein Junge, mit dem man reden kann. Die Untergrundhöhlen sind unfassbar weitläufig. Alles zu erkunden macht echt Spaß. Das werde ich natürlich auch sehr viel offscreen spielen. Aber ich denke, irgendwann werde ich euch mal genauer alles zeigen. Vielleicht sogar mache ich eine eigene Folge draus, wenn ihr Bock habt. Mache ich eine eigene Folge draus, wie der Untergrund aussieht, was man da so alles machen kann. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir von Team Galactic sind so stinkreich, dass wir sowas bauen können, was wann immer wir wollen. Krass. Man sagt, das hier sei eine uralte Stadt, aber so wirkt sie gar nicht, oder? Sieh dir nur all diese hohen Gebäude an. Na gut, sie hat einen Punkt. Ewigenau ist auch nicht mehr das, was es früher einmal war. Oh Mann. Immer diese alten Leute. Ja, natürlich ändern sich doch Sachen.
Seit Team Galactic dieses Gebäude errichtet hat, ist die Atmosphäre hier ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht einmal, was sie da überhaupt treiben. Okay. Wohnanlage Ewigenau. Namensbewertung möglich. Namensbewertung. Aha. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Klar. Tails hat doch einen guten Spitznamen, oder? Oh, Tails, also ein passender Spitzname. Aber wollen wir ihm nicht was Passenderes geben? Was meinst du? Ach, ich kann meinen Spitznamen ändern. Nee, danke. Verstehe, komm wieder, wenn du was anderes haben willst. Entschuldigung, hast du einen Pokémon namens Bammelin? Willst du es vielleicht gegen meinen Plaudergeld tauschen? Ich hab eins, aber nein, ich möchte es nicht tauschen. Es tut mir leid, es ist mein Teammitglied. Na, schon gut, macht nichts. Aber lass uns unbedingt tauschen, weil du doch mal eins hast. Hier kriegt man anscheinend Plaudergei. Okay. Ja, Plaudergei ist auch ein ganz interessantes Pokémon. Hi, ich bin dein Hausverwalter und halte hier 24 Stunden am Tag wachsam die Augen offen. Wow. Du hast echt nichts Besseres zu tun, oder? Unsere Hühnerleiterin Silvana geht manchmal in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Aha. Arenaleiterin. Diese TMs habe ich jetzt schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht mehr. Hier, hoffentlich kannst du damit mehr anfangen als ich. TM 67. Und welche TM ist das? Leute wie ich haben eine Vergangenheit, auf die sie zurückblicken können. Ihr jungen Leute könnt euch dafür auf die Zukunft freuen. Ja, okay, sag sie nicht. Schauen wir uns mal ganz kurz nach. Welche TM das denn ist? Es ist TM... Aufbereitung. Naja. Ist jetzt nicht so the yellow of Sromsek. Aber naja. In den Untergrundhöhlen liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Ja. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nur meine Pokébälle beklebe. Bald kann ich mich der Herausforderung der Superwettbewerbsshow in Ersthofen stellen. Cool. Das ist der Hammer. Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Wow, jetzt wirst du fame. Du hast ein Like. Toll. Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin du der strahlende Gewinner sein kannst. Ja, jeder kann was anderes sehr gut. Manche sind besser in Wettbewerben, manche sind besser in Untergrundhöhlen und manche sind besser als Pokémon-Trainer. Letzteres sind wahrscheinlich wir. Zumindest wollen wir das doch mal anstreben, oder? Wenn du ewig genau besuchst, musst du einfach mit dem Fahrrad den Radweg entlang fahren. Das ist so cool. Ja, meinst du? Mit dem Erkundungsset die Untergrundhöhlen zu erforschen macht total Spaß, nicht wahr? Hab ich noch nicht gemacht, aber werde ich noch tun. Auf jeden Fall. Hier ist wohl jemand nicht zu Hause. Da sollten wir später nochmal vorbeischauen. Pokémon-Arena von Ewigenau. Arenaterin Silvana. Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist auch die Bäume hier drumherum. Gehen wir doch mal rein. Können wir die Arena schon bestreiten? Nee, oder? Ich weiß nicht. Howdy, zukünftiger Champ. Zugegeben, so habe ich den Jungen, der vorhin hier reingestimmt ist, auch genannt. Unsere Arenaleiterin Silvana setzt Pokémon vom Typ Pflanze ein. Wie du sicher weißt, haben Pflanzen-Pokémon eine Abneigung gegen den Typ Feuer. Bevor du losnickst, gebe ich dir noch einen guten Rat mit auf den Weg. Du kannst die Arenaleiterin erst herausfordern, wenn du die anderen Trainer, die sich in der Arena verstecken, besiegt hast. Es wird nicht einfach, aber sie ist als gutes Training für deine Pokémon und gib alles. Aha. Patrick war ja schon vor mir. Bevor du gegen mich, die Arenaleiterin, antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück. Das Ding ist, ja, wir könnten jetzt hier in die Arena rein, wie ihr seht. Oder wie ihr gleich nicht mehr sehen werdet. Es ist ein bisschen dunkler. Ja, okay, nicht so dunkel. Ja, die Arena ist sehr langweilig und Platin war sie besser. Aber bevor wir die Arena machen, möchte ich erstmal mich weiter erkunden. Ich glaube, die Arena sparen wir uns noch auf, als das Letzte, was wir tun in dieser Stadt. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, da waren wir schon drin. In der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen weiter umschauen, denn da oben ist ein großes Gebäude, was man jetzt nicht sieht. Moment. Da oben ist ein großes Gebäude mit ganz vielen Steinen drumherum, Bäumen drumherum, was wir uns demnächst anschauen werden. Ich werde jetzt erstmal ganz viel Spaß haben im Untergrund und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen bei Pokémon Leuchtende Perle. Bis dann!